Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Wir spielen eine Runde Crusader Kings 3 und hier ist euer Don Firenze. Ja, mittlerweile Folge 12 und wir müssen sagen, unser König ist leider an der Schwelle des Todes. Er ist gebrechlich. Er ist nicht mehr dazu mehr in der Lage, als einfach auf den Tod zu warten. Man kann es nicht anders sagen. Und ja, das ist sehr bedauerlich, aber lässt sich nicht verhindern. Lässt sich nicht verhindern. Ich denke, er ist auch nicht mehr zum Feiern in der Lage. Er kann im Grunde genommen wirklich gar nichts mehr machen. Und deswegen bleibt uns fast nichts anderes übrig, als ja, zu hoffen, dass der Übergang ins Jenseits ein leichter wird. Dass er jetzt allerdings sich noch aus dem Bett quält, was ich auch tue, die Leute nutzen mich aus. Mein Leben ist eine Kette langer, ausschweifender Erklärungen, für die ich mir schlicht die Zeit fehlt. In mir kocht das Blut hoch, ich ertrage es einfach nicht länger. Wenn ich nichts dagegen unternehme, muss ich noch schreien. Ja, das ist natürlich... Und vielleicht schreie ich ja trotzdem. Ihr Sallen ohne zornig, gefühllos, sadistisch... Ich bin ja eh schon trunken, Gott, ein Humpen voll Glück löst die meisten Probleme. Ich denke, er... Naja, der Ehrgeiz und der Fleiß, ich beiße die Zähne zusammen. Obwohl, natürlich, er ist natürlich auch ein jähzorniger und leicht reizbar. Ja, vielleicht schreit er ja doch einfach. Ich würfel das aus, Leute. Zwischen... es kommt im Prinzip alles drei in Frage, ja, weil er fleißig ist und ehrgeizig, könnte sich natürlich zusammenreißen. Es könnte aber auch eben der Trunkenbold in ihm durchkommen, aber auch der leicht reizbare. Insofern lassen wir da die Würfel rollen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es ist die 6. Er beißt die Zähne zusammen und wird leider noch angespannter, als er eh schon ist. Ja, aber was soll man machen? Ja. Was soll man machen? Samtpfote, enthülltes Geheimnis. Miau, ich schaue hinunter und sehe, dass meine Katze Samtpfote mir eine Schriftrolle zu Füßen gelegt hat, die in jenem unverkennbaren Stil versiegelt ist, den mein Höfling Ort pflegt. Ich gebe der Neugier nach und überfliege den Text. Denn ich glaube nicht an Gott. Das muss die Welt erfahren. Unglaublich, dass sie sowas verbirgt. Wir sind ja jetzt kein rechtschaffender Mensch. Unglaublich, dass sie sowas verbirgt. Beeinflussung. Das ist es nicht wert. Unsere Bekannte Halfdan ist gestorben, okay? Oh, guck mal, Northumbria ist back. Northumbria ist back. Ein Widerstreit von Kultur und Glaube. Es ist ein Schreiben von Papst Anastasius eingetroffen. Es beginnt mit Höflichkeiten und umschreibt eure Bedeutung in den Augen des walisischen Volkes. Dass ihr das Konkubinat praktiziert, lässt sich nicht mit der katholischen Doktrin vereinbaren. Denn nur bei einer richtigen Heirat wird Gott eurem Volk hold sein. Ich will doch nur euer Seelenheil. Lasst diese Konkubinen hinter euch, zu unser aller Wohl. Steht darin. Das ist wirklich ein Dilemma. Was ist mir wichtiger, die Bräuche meines Volkes oder die Doktrin des Glaubens? Ja, ich glaube, auf dem Sterbebett ist uns und als Pilger und dazu noch mit Erlösung durch Christus. Ich glaube schon, dass wir da uns an diese katholischen Doktrinen halten werden. Ja. Dadurch haben wir jetzt natürlich auch unsere Konkubine nicht mehr losgelassen
und wir sind für unsere Hingabe an den Glauben bekannt. Ich werde jetzt meinem Enkel und Erben ein Geschenk zukommen lassen, ein großzügiges, wie ich meine. Denn mir ist wichtig, dass er auf etwas aufbauen kann. Ja, eine gut gefüllte Börse ist für ihn wichtig. Wir werden ihn mal anpinnen und ihn auch. Ja, Ragnar Halfdason, okay. Aber die Schwelle des Todes haben wir scheinbar hinter uns gelassen. Hm? Vielleicht schaffen wir, können wir doch noch mehr machen, als uns gerade bewusst ist. Ist nicht beeinflusst. Unser Nachbar wird angegriffen. Okay, das ist so wieder so ein irischer innerer Streit. Würden wir unser Höfling erpressen? Ja, sie hat Gold. Ja. Ich denke schon, dass wir so drauf sind. Und wir werden natürlich diese Zahlung verlangen. Schließlich ist sie jetzt schon seit langem an unserem Hof und ernährt sich da auch mit. Ich finde, so eine Zahlung ist da durchaus Plackerei und harte Arbeit. Meine Enkelin, mach. Weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Ist schon sehr lange begeistert von einem der Hausritter. Nachdem sie ihn endlich persönlich kennenlernen dürfte, wiederholt sie die Worte des Ritters gebetsmühlenartig. Arbeitet hart, dann könnt ihr alles meistern. Ja, sie wird fleißig, das ist doch hervorragend. Das werden wir zu schätzen wissen. Vielleicht können wir auch ihr ein Geschenk schicken mit 50, ja? Ich glaube, das werden wir machen. Wir sind so ein Opa, der mit warmer Hand gibt. Oh, nein, wir werden niemand mehr etwas schicken. Ja, Leute, es ist soweit. König Rodri von Wales ruht nun nach 72 Jahren endlich in den Armen des Herrn. Er trank sich zu Tode, okay? Zu seinem Tod war er längst nur noch eine leere Hülle, bar seines früheren Verstandes. König Publik besteigt den Thron. Da er erst 8 Jahre alt ist, wird der Rat ihn in den ersten Jahren seiner Herrschaft unterstützen. Unser Enkel. Fortsetzen. Ja, jetzt kommt einiges auf uns zu. Wir gucken gerade mal. Ratschlag, Nachfolge, Schutz, was? Meinungen erhöht, gefürchtet werden. Ja, okay, das ist... Ja, Leute, ich schließe das jetzt mal. Ich denke, wir sind da so fit und haben gute Berater. Wir gucken uns erstmal unseren Jungen an. Also er ist nachdenklich, er denkt die Dinge schon als kleines Kind durch. Natürlich aus, kann er mit einem, als 8-Jähriger spielt er natürlich noch und er ist da schon auf den Rat angewiesen. Er hat im Moment tatsächlich seine Mutter noch. Ja, die Mutter lebt noch. Und sie ist ein unehrenhafter Planer. Gesellig, hinterlistig und irisch. Aber sie hat einen Ehepartner. Einen Cousin von uns. Okay, okay. Wer bist du denn? Ach, guck mal einer an. Meine Mutter hat den Sohn unseres Onkels geheiratet. Ist ja ein Ding. Naja, dann holen wir sie natürlich nicht an den Hof. Dann müssen wir etwas anderes machen. Dann müssen wir etwas anderes machen. Gibt es denn unter den Höflingen einen, der uns leiden kann? Er hier noch am meisten. Was ist er für einer? Ja, er ist ein guter Stratege, er ist keusch und zufrieden. Ja, das ist jetzt gar nicht so einfach, rollenspielerisch das einzubetten. Wer kümmert sich jetzt um diesen 8-Jährigen? Im Prinzip
Muss man mal ganz klar sagen, ist der König hier ist auf einem sehr schlechten Stand. Man könnte vielleicht so argumentieren, dass noch am ehesten vielleicht dieser Bischof sich dem annimmt, weil natürlich die Kirche schon will, dass der Einfluss des Christentums sich in Wales weiter durchsetzt. Insofern. Wer könnte das machen? Meinung von uns. Cinewulf, er ist ein Angelsachse. Aber er kann uns gar nicht leiden, ne? Catvalon? Er ist ein Waliser. Er ist zwar lüstern, aber er ist tapfer. Ein guter Kämpfer. Ja, ich könnte mir vorstellen, nachdem wir ja tatsächlich auch Waliser sind, verstehen wir uns vielleicht ganz gut mit ihm. Dann soll er unser Vormund werden. Und er ist ja auch an sich ein ganz passabler. Die Lüsternheit, davon wissen wir als Kind ja noch nichts. Und ich glaube, wir werden das so machen. Wir werden ihn zu unserem Lehrer machen. Ja, und so wird er uns auch zuflüstern. Leider kann man jetzt Man sieht nicht, wie er zum Beispiel zu ihm steht. Das wäre ganz interessant, wenn man das noch irgendwie in einem Mod oder so gleichermaßen machen könnte. Wir werden jetzt natürlich. Er weiß natürlich, wie so ein Hof funktioniert. Deswegen weiß er auch, dass er vor allem die starken Vasallen zufriedenstellen muss. Was wir auch dann damit schaffen. Das heißt, in allererster Linie mal die zwei. Ja, der Ratsverwalter, das ist soweit klar. Ich glaube, der Marschall, der kann bleiben. Beziehungsweise nein, kann er nicht. Er ist kein Vasall in dem Sinn. Und wir werden hier auch unseren Onkel in den Rat holen. Und er hier. Bleiben wir dieser Linie treu? Ja, ich glaube, obwohl. Also, ich sag mal so, ich meine, ganz dumm ist er ja nicht. Er ist natürlich auch lüstern, schüchtern. Könnte unser Vormund mit dem was anfangen? Also ein tapferer Krieger und ein Narr. Ja, doch. Doch, das müssen wir machen. Ich glaube, damit haben wir auch pflichtschuldigst Genüge getan. Jeder unserer Brüder bzw. unserer Onkel hat jetzt einen Sitz im Rat. Und wir werden jetzt tatsächlich uns auch erstmal gut stellen mit unserem Ratsspitzel, würde ich sagen. Aber wir können den noch gar nicht beeinflussen, ne? Ja, klar, weil wir zu klein sind. Müssen mindestens 12 Jahre alt sein. Ja, das macht auch Sinn.
Hofarzt, Zeugwart, die lassen wir auch erstmal noch. Aber die Frage ist halt, oh, guck mal, unser Verdienst ist natürlich extrem nach unten gegangen. Ja, das müssen wir beobachten. Ach, guck mal, der hat selber seine. Deswegen ist es auch teilweise so niedrig. Wir können mittlerweile schon fünf, ja, Völker hier. Das ist natürlich schon ganz schön heftig. Wir haben dadurch natürlich eine größere Streitmacht auf der einen Seite. Aber um ehrlich zu sein, ich kann mir so viel nicht gönnen. Und so haben wir immer noch 400 leichtes Fußvolk und haben somit ein bisschen mehr Einkommen. Ja, ich glaube, das ist auf alle Fälle. Wir werden Titel erben, okay? Ja. Haben wir denn jetzt, welche Titel haben wir denn jetzt inne? Wir haben, okay, das Herzogtum, dann haben wir das Earltum von Sarrington, dann haben wir die Isle of Man und wir haben, okay, die drei. Das ist schon mal nicht schlecht, denn da haben wir so ein Kerngebiet, das auch nah beieinander liegt. Wir müssen uns jetzt nur halt Gedanken machen, wie wir weiter mit den Themen verfahren. Nee, das stimmt doch gar nicht. Was ich jetzt erzählt habe, ist Mist, oder? Moment mal, wir haben die Möhn haben wir. Moment mal, muss man das jetzt verstehen? Ah, hier, das haben wir noch. Okay, verstanden. Die drei. Gut. Und das hier müssen wir umbauen, ne? Stammfeudalisieren. Kostet 500, aber das sind auch Entscheidungen, die so weitreichender Art werden wir das wahrscheinlich nicht hinbekommen. Aber im Thronsaal ist was im Gange. Wir müssen uns dem annehmen. Rülps. Als der laute Rülpser durch den Speisesaal hallt, verstummen alle Gespräche. Mein Erzbischof Aeldir klopft sich auf den Bauch und grinst. Ah, besser raus als rein, sagte mein Vater immer. Verschiedene Höflinge tauschen ungläubig Blicke aus, bevor mein Onkel Idwal mich direkt ansieht. Mein König, das war völlig unangebracht. Sicherlich stimmt ihr mir dazu. Okay, walisisch. Okay, ich höre gerade Stimmen im Hintergrund. Das haben die neu eingefügt, hä? Oder ich habe das noch nie so bewusst gehört. Habt euch nicht so, als ob wir nicht alle schon mal aufgestoßen hätten. Also, dafür sind wir noch zu klein, davon Mann des Glaubens. Idwal Aberfraw, wer ist denn dieser Mönch? Das ist mir eigentlich wurscht. Der soll sie mal nicht so haben. Ja. Ich glaube, wir als Kind, wir finden das ziemlich lustig, wenn da einer in so bunten Klamotten das Rülpsen anfängt. Insofern fände ich das so ganz gut. Ja, Leute, lasst uns einfach mal weiterspielen. Ja, mal gucken, wie sich auch das jetzt hier so im Reich anlässt. Ich bin mal gespannt, wann die ersten Fraktionen gegründet werden oder ob.
Hier ist jetzt erstmal eine große Unzufriedenheit. Ich denke mal, dass wir vielleicht hier noch, na gut, obwohl. Wie würde jetzt unser uns einflüstern? Er ist ja schon ein passabler Kämpfer, unser Vormund. Aber er mag uns jetzt gar nicht mehr so. Das ist ja sehr seltsam. Na, mit Verheiraten haben wir auch nichts am Hut. Also, was sollst du denn machen? Ich glaube, wir sind eher der Kämpfer, deswegen halte ich es für angebracht, dass ja, er schon die. Sag mal, komm, bild hier mal ein paar Befehlshaber aus. Und du, dich möchte ich gerne, dass du Komplotte gegen meinen Lehnsherrn störst. Ja, du treibst mal die Steuern ein, das ist soweit okay. Und du kümmerst dich mal bitte um heimische Angelegenheiten, denn es ist wichtig. Und vor allem, er ist ja ein sehr uns freundlich gestimmter General. Gut sage ich General, Ratskanzler. Beziehungsweise Fürst. Ja, ein sehr mächtiger Fürst dazu. Er hat 800 Mann. Das darf man nicht unterschätzen an dieser Stelle. Ja, ich denke, das ist soweit okay. Und wir können natürlich eine Gemeinde bekehren. Aber ich glaube, so weit würden wir nicht gehen, dass wir da über die Geistlichkeit hinweg entscheiden. Nein, es soll so sein. So soll es bleiben erstmal. Und es passiert schon wieder was. Was ist denn hier an unserem Hof nur los? Eine Schar von Leuten in Roben stürmt in den Thronsaal, sucht eifrig den Boden ab und hebt dabei von den Stühlen bis hin zu Röcken alles kurz einmal an. König Publik, schreit er. Wir sind die Anhänger von Rigneux, dem Kopflosen, einem großen Heiligen, wegen einer Prophezeiung, die man ihm bei der Geburt mitgab, enthauptet wurde. Wie es bei den Heiligen oft üblich ist, begann sein Kopf wegzurollen. Wir haben ihn quer durch das Land verfolgt und sind uns sicher, dass er den Hügel hinauf in eure Burg gerollt ist. Wir sind natürlich ein Kind. Ja, aber ich glaube, da würde unser Erzieher jetzt schon einschreiten und sagen, nee, sei mal Vorsicht, das sind Halunken. Ja. Ich glaube, das wird eher so funktionieren. Ja. Wie schnell geht das jetzt nach oben? Ah, 0,42 pro Monat. Das ist doch ganz ordentlich. Ja, Leute. Ui, eines Nachts wache ich auf und spüre, dass jemand auf mir sitzt. Das ist kein sinnlicher Traum. Der geistesgestörte Mönch, der in meinen Thronsaal eingebrochen ist, hält mir einen Skalpell an die Kehle. Wenn ihr uns darin hinter den Kopf zu suchen, können wir uns auch mit eurem begnügen. Er ist so schön rund und wird mir mit Sicherheit gut rollen. Geht mit ihm in den Keller. Ich wette, ihr könnt mich mit diesem mickrigen Ding nicht enthaupten. Ihr werdet teilweise enthauptet, ihr werdet vollständig enthauptet, halt den Spitznamen der Kopflose. Was ist denn das? Wir haben den Kopf nicht gesehen, lasst mich in Ruhe. Gegen Breen Clit. Wie sind wir denn drauf? Ja, wir sind nachdenklich. Also, würden wir als Neunjähriger. Wie reagiert ein Neunjähriger, wenn ihm ein Messer an die Kehle gehalten wird? Mögliche Ergebnisse. Boah,
Ich meine, wir sind ein Königskind. Wir haben den Kopf nicht gesehen und jetzt lasst mich in Ruhe. Wir haben ihn eingekerkert. Und gut ist. Ja, bei sowas ist auch immer schwierig, dazu entscheiden, auch rollenspielerisch. Ich meine, wir haben für einen 8-Jährigen gutes Kampfgeschick. Insofern fand ich das jetzt schon okay. Renieu Penris ist in der Heilkunst ausgebildet. Aber er ist halt leider wahnsinnig. Moment mal. Ist das nicht gerade der Kopflose, von dem der andere da gesprochen hat? Moment mal. Das wird ja jetzt kurios. Wir haben keine Gefangenen? Was ist denn hier los? Und es gibt einen Krieg zwischen Wessex und einer Gräfin. Wer soll diese Gräfin denn sein? Okay, also die hat da wahrscheinlich eher keine Chance. Aber das ist jetzt kurios. Ich habe ihn in den Kerker geschmissen und jetzt taucht, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Gast an unserem Hof auf. Ein wahnsinniges Genie. Und ich bin mir ziemlich sicher, Regigneux, das war doch... War das nicht der Typ, den man eigentlich enthauptet hat? Und dessen Kopf weggerollt ist? Den der andere gesucht hat? Oder hat der andere den anderen verführt? Das kann natürlich auch sein. Wir wissen es nicht. Ja, ihr Lieben, dann komme ich jetzt hier auch zum Ende. Die Folge ist schon recht lang geworden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Don Firenze.